15. Januar 2018. Die Musikwelt steht unter Schock über den Tod der Leadsängerin von der Cranberries, Dolores O'Riordan. Sie war erst 46 Jahre alt, als ihre Leiche in einem Londoner Hotel gefunden wurde. Du kennst ihre Stimme, du kennst ihre Songs, also schau dir hier an, was du vielleicht nicht über sie und das Erbe weißt, das sie hinterlassen hat. Trotz ihres Ruhms und Rockstar-Status sagt O'Riordan dem Telegraph im Jahr 2001, dass sie im ländlichen Irland am friedlichsten sei. Sie beschrieb ihre gemütliche, liebvolle Kindheit, ihre enge Beziehung zu ihrer Mutter und ihre Gedanken zum Rockstar-Leben und sagte: Ich möchte kein Teil der Hollywood-Szene oder der New York-Szene sein. Ich möchte nur ein Teil meiner Familienszene sein. Ich möchte nicht in eine Clique von Menschen geraten, wo ich plötzlich fühle, ich muss eine Identität haben. Ich habe eine echte Identität mit einer wunderbaren Familie, die ich wirklich kenne und wirklich liebe. Sie erzählte auch von ihrem Stück Paradies, ein Haus außerhalb von Limerick mit einem Häuschen für ihre Mutter, komplett mit Pferden, einem Hängebauchschwein, einer Herde Hühner, ihren Hunden und den Pfauen, die die Familie aufzog. Obwohl nicht annähernd so offen politisch wie die irische Singer-Songwriterin Sinead O'Connor, äußert O'Riordan gelegentlich ihre politische Meinung gegenüber der Presse. In einem Interview von 1995 sagte sie dem Rolling Stone, sie finde, dass die Abtreibung für Frauen erniedrigend sei. Ich bin nicht in der Position, anderen Frauen zu beurteilen, weißt du? Aber ich meine, Idiot, warum bist du schwanger geworden? Es ist nicht gut für Frauen, sich dem Verfahren zu unterziehen. Es setzt Frauen herab. 2009 erlaubte sie die Verwendung ihrer Musik in einem Film mit dem Titel South Dakota, A Woman's Right to Choice. Einem Anti-Abtreibungsfilm, der teils Dokumentarfilm, teils Spielfilm und die Geschichte zweier schwangerer Teenager und ihre Entscheidung erzählt. O'Riordan moderierte auch ein Post-Screening-Panel für ein Publikum von Hunderten von Mädchen im Teenageralter. Als die Los Angeles Times über das Panel berichtete, sagten sie, O'Riordan bleibte neutral und ermutigte die Mädchen darüber zu sprechen, wie sie sich fühlten, ohne Angst zu haben, verurteilt zu werden. Im Jahr 2014 war O'Riordan Mentorin bei The Voice of Ireland und sagte dem Independent vor dem Finale, dass sie mit den anderen weiblichen Mentoren der Show keine Chemie habe. Sie glaubte, dass es einen wesentlichen Unterschied zwischen ihnen gab. Ich bin Feministin und sie nicht. Jemand, der seine Sexualität nutzt, um gehört oder gesehen zu werden oder Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich glaube nicht, dass sie das tun müssen. Ich denke, Frauen sollten gleich sein. Aber O'Riordan betrachtete sich nicht immer als Feministin. 2001 sagte sie dem Telegraph: Ich denke, die Feministinnen brauchen wahrscheinlich einen ernsthaften Mann in ihrem Leben. Im Jahr 2015 bekannte sich O'Riordan schuldig, Anklage erhoben zu haben, nachdem ein Vorfall auf einem Flug von New York nach Irland begonnen und am Flughafen vorgesetzt worden war. O'Riordan soll die Flugbesetzung körperlich und verbal misshandelt haben, sich aggressiv verhalten und gerufen haben: Ich bin eine Ikone, ich bin die Königin von Limerick. Als die Polizei am Flughafen ankam, soll sie einem Beamten einen Kopfstoß versetzt und einem anderen angespuckt haben. O'Riordans Mutter Eileen sagte dem Limerick Leader, es seien nicht Drogen oder Alkohol gewesen, die den Ausbruch ihrer Tochter ausgelöst hatten, sondern der Stress nach dem Ende ihrer 20-jährigen Ehe, auf den sie in einem Interview von 2013 anspielte. And you've been together, what, 18 years or something? Married 18 years? Yeah, I'm married 18 this year, so yeah, there was a bit of hope. And we haven't really killed each other yet, only completely. O'Riordan wurde nach dem Vorfall in psychiatrische Behandlung gebracht und der Richter befahl ihr, sich schriftlich bei der Besatzung und der Polizei zu entschuldigen und 6.000 € für wohltätige Zwecke zu spenden. O'Riordans Freund Barry Egan schrieb nach dem Flughafendrama einen Artikel für den Belfast Telegraph, der zu erklären versuchte, warum sie abgesehen von der gescheiterten Ehe an einem so dunklen Ort war. Egan schrieb, O'Riordan habe ihm 2013 gestanden, dass sie als kleines Mädchen 4 Jahre lang von einem Mann sexuell missbraucht worden sei. Sie hielt das Geheimnis lange begraben, musste sich ihm aber 2011 stellen, als ihr Vater seinen 7-jährigen Kampf gegen Krebs verlor und sie bei seiner Beerdigung ihrem Täter gegenüberstand. Sie sagte, der Mann habe sich für das entschuldigt, was er ihr angetan habe. O'Riordan sagt, dass der Missbrauch, den sie als Kind erlitten hat, einen großen Einfluss auf sie als Erwachsene hatte. Während sie sich mit ihrem neuen entdeckten Ruhm abfindet, kämpfte sie gleichermaßen mit der Depression fertig zu werden, die sie zu Gedanken an Selbstverletzung, Magersucht, Alkoholismus, Schlaflosigkeit und Panikattacken führte. Sie teilte auch mit, dass es 2012 so schlimm wurde, dass sie versuchte, eine Überdosis zu nehmen. Als dies fehlschlug, bewährte sie ihr Leben neu und nannte ihre Kinder als Grund zum Leben. 2015 wurde bei O'Riordan eine bipolare Störung diagnostiziert. O'Riordan sprach häufig über die Werte, die ihr während ihrer Kindheit vermittelt wurden, die der Telegraph als altmodisch, romantisch und katholisch bezeichnete. O'Riordan selbst sagte dem Irish Independent, sie glaube an Gott und dem Leben nach dem Tod und fügte hinzu, ich glaube an andere Dimensionen. Wenn Menschen sterben, gehen sie in eine andere Dimension und wir können mit ihnen kommunizieren. Sie sagte, ein Teil ihres Glaubens stammte aus ihrer Erfahrung, sich von ihrem Vater zu verabschieden und fügte hinzu, dass er regelmäßig in Träumen zu ihr komme, wo sie mit ihm sprach. Als sie 2001 mit dem Telegraph über ihr Vermächtnis sprach, sagte sie, sie sei stolz darauf. Wenn ich sterbe, werde ich einen riesigen Katalog wunderschöner Songs hinter mir haben. Ich bin stolz, dass ich Linge geschrieben habe. Ich bin stolz darauf, dass ich Dreams geschrieben habe. Ich liebe es, wenn ich höre, wie Leute Coverversionen von meinen Songs machen.
Ich denke dann immer, das habe ich geschrieben. Mein Gott, ich bin so stolz auf mich.